Hey Moonies, herzlich willkommen, wir sind live von der Sailor Pride Convention. Wir feiern mit euch 20 Jahre Sailor Moon und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und euch extra einen Raum voller Sailor Moon hergezaubert. Wir machen mal einen Rundgang. Hier sehen wir schon die Erinnerungen, die wir sammeln konnten, einige davon, von der Konichi. Schöne Sailor Pride Erinnerungen. Wir haben es geschafft, unser Sailor Pride Book, die ganze Mappe voll zu kriegen, deswegen, wir haben expandiert. Wir schauen mal weiter. In unserer Laufzeit haben sich ja schon einige Roll-Ups angesammelt, wie zum Beispiel das hier mit der Ditte Schub von der Dokumi damals. Was darf denn auf einer Convention, beziehungsweise einer Sailor Moon Convention nicht fehlen? Natürlich Merchandise. Wir haben exklusive Sachen aus Japan, die wir hier verkaufen. Beziehungsweise Figuya verkauft es. Mit sogar einer echten Ichiban-Kuchi-Lotterie. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Hier sehen wir mal schon mal einen kleinen Besucherfluss, denn Marco Albiero, der Sailor Moon Artwork-Zeichner, ist da und zeichnet schon mal fleißig. Werfen wir noch mal einen Blick auf seine Arbeit. Selbst ein Profi muss manchmal abpausen, oder? Abgucken eher. Sehr, sehr schön. Winkt mal alle in die Kamera. Sailor Pride. Sailor Pride. Hier haben wir sogar zu 20 Jahre Sailor Moon fehlt, durfte natürlich der Manga auch nicht fehlen. Deswegen danke an Egmont für den tollen Roll-Up. Wer darf natürlich auch nicht fehlen? Die Inner Senshi. Leider etwas in den letzten Staffeln unterschätzt, aber sie haben Kraft. Nur merkt man ja, wo ist ihre Sailor Moon? Haben sie zu Hause gelassen wohl? Nein, sie ist natürlich am Mondschloss und bewacht die Ruinen des Merchandisings. Eine Original-Bandai-Vitrine ziert hier unsere Ecke mit einem Mondschloss. Wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut mit exklusivem Merchandise, das man natürlich auch hier kaufen kann. Die neuen die neuen Girl Memories Figuren, Puderbrosche, Lippenstift und Artemis-Ausschuhe, was es nicht alles gibt. Wir haben sogar noch eine zweite Vitrine. Die Vitrine von Tamashii Nations, unserem neuen Partner aus Japan. Und Tamashii Nations hat ja schon einiges rausgebracht, wie zum Beispiel die Proplika-Sachen. Und Tamashii Nations bezaubert uns ja immer wieder mit seinen Neuankündigungen. Ich meine, hallo, jetzt gibt es endlich die Herzbrosche demnächst. Ist es nicht toll? Die ersten beiden Proplika-Stäbe. Die Figur zu Sailor Moon Crystal. Die Tamashii Buddies, da fehlt wieder Minako und Usagi. Wahrscheinlich treiben sie es irgendwo wild wieder mal. Oder jagen Haruka hinterher. Und da unten haben wir nochmal alle Senshis, die es mittlerweile gibt. Und die Brosche. Und Fanarts dürfen auch nicht fehlen, denn das gehört auch zu 20 Jahren Sailor Moon, die Fans. Hier haben wir den Publisher, der uns vor Jahren alle glücklich gemacht hat, als er Sailor Moon auf den Markt gebracht hat. Und er hat nicht nur die DVDs mitgebracht, sondern auch schöne Tassen und ein exklusives T-Shirt. Die Tassen stammen aus Frankreich von Avis. Wir hoffen natürlich, dass noch mehr Merchandise hierzulande kommt. Dieses T-Shirt gibt es jetzt auch hier exklusiv. Bekennt euch mit Sailor Moon. Von EMP und natürlich alle Sailor Moon Boxen. Einige sind schon weg, da müsst ihr euch aber beeilen. Ja, endlich ist es ja soweit. Die ganze Serie ist auf DVD erschienen. Was haben wir gewartet? Ein Traum ist wahr geworden. Ja, ihr seht schon, es kommen immer mehr Leute rein. Die Bude füllt sich. Wir sind sehr gespannt, was die Tage bringen wird. Wir werden versuchen, noch jeden Tag
eine Erinnerung auch wieder festzuhalten. Wir sind gespannt, was der Freitag noch bringt. Freuen uns vor allem auf Samstag, denn hey, Sailor Moon, das Musical von Yume wird stattfinden. Und natürlich Sonntag haben wir auch noch einiges anzubieten. Workshops gibt es auch. Und schauen wir doch mal in unser Studio, denn wir haben auch ein Studio mitgebracht. Naja, nicht wir ganz, aber unsere Partner von Keyboard FM. Da haben wir schon jemanden von Yume. Hallo, ich interview dich jetzt mal. Ja, lass dich mal drücken. Hi, willkommen. Ja, die ganze Con wartet schon auf euer Musical morgen. Wie fühlst du dich? Noch etwas im Stress, weil wir müssen noch die letzten Vorbereitungen machen. Es ist noch sehr viel zu tun und ja, erstmal angekommen gerade eben. Darfst du uns verraten, welche Kriegerin du spielen wirst? Ich. Hast einen Hint. Ein Hint. Ich sage nur Liebe. Liebe und orange Fingernägel. Und orange Fingernägel und eine kleine Figur. Ja. Das sollte alles sein. Ja. Gut, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß auf der Sailor Pride Convention. Schau dich um. Dein Programmheft, euer Programmheft liegt auch dort. Das kann ich mir nämlich jetzt auch holen. Jo. Wir gehen mal weiter. Dankeschön. Ich würde jetzt mal sagen, wir stürmen einfach das Studio. Vielleicht fällt es ja nicht auf. Siehst du? Und ich war so fest davon überzeugt, dass ich Sailor-Kriegerin sein kann, dass mich manchmal so in meinem Zimmer, ich habe mich dann da hingesetzt, irgendwie so ein Spaß. Nein, ich finde das nicht, dass du, ich finde nicht, dass du ein Spaß bist. Okay, also ich habe mich da tatsächlich mit meinen Kindern hingesetzt. Echte Erinnerungen werden hier ausgetauscht an 20 Jahre. Warte mal. Magst du uns ein Statement geben? Okay, alles klar. Dein Eindruck von der Sailor Pride Convention. Findest du es cool, dass es so einen ganz großen Bereich nur für Sailor Moon gibt? Ich liebe es. Es ist der Hammer. Also, ich würde heutzutage, gucke ich eigentlich keine Magical Girl Serie mehr, aber Sailor Moon ist Kult, Sailor Moon ist Klassik und Sailor Moon gehört einfach dazu. So, ich liebe sie. Die besten Freundinnen, die man sich wünschen kann. Die krasseste Story. So viele geile, keine Ahnung, Charakterentwicklungen, Handlungen, alles. Also, ich liebe Sailor Moon. Es ist einfach... mein Herz. Tuxedo Mask für immer mein Traummann, ganz klare Sache. Ist mein Ausblick nicht toll, wenn ich drei Tage jetzt genießen darf? Ich kann mir keinen besseren vorstellen. Ja, super. Vielen Dank. Gerne. So. Nein! Komm, du kommst hier an! Und hier haben wir quasi unsere technische Station Kibo. Ich spicke mal. Sie sind auf Sendung und ich sehe alles. Schauen wir mal. Schau dir mal die Sendung der Sendung an. Irgendwo ist sie noch da. Jetzt komm ich doch. Alter Gott. Ich sehe mich nicht im Fernsehen. Das ist ja schlimmer. Das wird noch schlimmer. Genau. Ihr seid live dabei bei 20 Jahre. Was sagt die Technik zur Sailor Pride Convention? Absolut geil und auch wenn nächstes Jahr das 21. Jubiläum ist, sowas sollte man unbedingt dabei behalten. Wir machen es auch wie die Japaner, wir feiern einfach 20 Jahre weiter. Hier haben wir den einen der Moderator. Ja, jetzt interview ich dich mal, dein Eindruck bisher. Macht Spaß, also es, man konnte sich am Anfang nicht so vorstellen, wenn es heißt, wir gehen jetzt mit euch hier hin, machen diese Convention, machen die Technik dafür. Aber wenn man das hier so gesehen hat, aufgebaut hat, ist schon eine richtig coole Sache und hier ist auch viel los und läuft. Läuft, genau. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen ja auch und wir sehen uns demnächst wieder.